Kennst du das auch, diese Sorge, dass dir die amerikanischen Optionen als Stillhalter vorzeitig ausgeübt werden, vor dem eigentlichen Laufzeitende? Wenn ja, dann unterliegst du einem klassischen Irrtum, dem viele Optionshändler Glauben schenken. Warum das in den allermeisten Fällen gar nicht der Fall ist und diese Sorge unbegründet ist, das werde ich dir jetzt gleich zeigen. Immer wieder höre ich von Leuten, dass sie die Sorge haben, sobald ihre Optionen ins Geld laufen, dass sie plötzlich die Aktien eingebucht bekommen, wenn sie eine Short-Put-Position haben. Das darf doch nicht passieren. Sie wollen die Aktien ja eigentlich gar nicht haben. Sie wollen das ja nur als Trading-Position sehen. Oder umgekehrt, sie haben einen Covered Call, also haben die Aktien im Depot und darauf Calls geschrieben, oben drüber liegend. Und wenn die Aktien jetzt durchrennen durch den Strike des Calls, haben sie die Sorge, sie bekommen diese Aktien weggenommen, die sie eigentlich noch behalten wollen. Und deshalb müssen sie jetzt sofort eingreifen, weil ja sonst die Aktien weggenommen werden, wenn der Strike überschritten wird. In den allermeisten Fällen ist das aber gar nicht der Fall und diese Sorge völlig unbegründet. Und warum das so ist, das möchte ich dir jetzt mal anhand eines Beispiels zeigen. Gehen wir dafür mal in die Trader Workstation und schauen uns hier einfach mal an, wie die Optionen auf die Apple-Aktie beispielsweise gepreist sind. Das Beispiel ist jetzt x-beliebig gewählt. Ich hätte auch jeden anderen Basiswert nehmen können. Hier nehmen wir jetzt einfach mal die Apple-Aktie, die momentan bei knapp über 134 US-Dollar steht. Und wenn ich diese Aktie jetzt auswähle, dann sehen wir also, dass die Strikes, die jetzt hier nah am Geld sind, natürlich entsprechend noch Restwert haben, auch wenn wir nur noch 3 Tage Restlaufzeit haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Optionspreis sich aus 2 Werten zusammensetzt. Also jeder Preis, der hier angezeigt ist, enthält immer 2 Werte. Der eine Wert ist der reine Zeitwert, also der Wert, der noch übrig ist bis zum Laufzeitende und der sich immer mehr abbaut. Der andere, zweite Wert ist der sogenannte innere Wert, also der Wert, den ich generiere, wenn ich sofort die Option ausübe und entsprechend Aktien verkaufe oder geliefert bekomme und damit die Differenz zum aktuellen gehandelten Börsenpreis erwirtschafte. Also wenn ich jetzt hier sehe, die Aktie steht bei 134 und ich würde jetzt beispielsweise einen 135er Put ausüben, dann hätte ich also einen Dollar inneren Wert, den ich ja hier sofort bekomme, weil ich die Aktien für 135 verkaufen kann, anstatt für 134 an der Börse. Der übrige Wert, der sich jetzt hier noch ergibt, aus dem Optionspreis, weil ich ja hier bei 1,90 Dollar stehe, das wäre eben der Zeitwert. Also 1 Dollar innerer Wert, 90 Cent Zeitwert und diese beiden Werte zusammen ergeben den Optionspreis. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass kein innerer Wert vorhanden ist, lediglich Zeitwert noch da ist. Nehmen wir mal also eine Option, die jetzt niedriger notiert als 134, die also entsprechend hier keinen inneren Wert hätte bei einer Put-Option, die also aus dem Geld notiert. Nehmen wir einfach mal den 130er Put. Der hätte jetzt hier noch 23 Cent Zeitwert. Das heißt, hier habe ich keinen inneren Wert. Es würde ja keinen Sinn machen, diese Option auszuüben und meine Aktien für 130 Dollar zu verkaufen, wenn sie an der Börse gerade für 134 gehandelt werden. Also hat diese Option eben keinen inneren Wert und lediglich Zeitwert. Wir sehen aber, dass ein Zeitwert immer vorhanden ist. Wenn kein Zeitwert vorhanden ist, dann ist das nur der Fall bei Optionen, die extrem weit aus dem Geld liegen. Und wir sehen, selbst bei 3 Tagen Restlaufzeit muss ich bei den Puts bereits auf 106,25 Dollar gehen, damit hier nicht mal mehr 1 Cent Zeitwert vorhanden ist. Bei den Calls genauso, nur dass ich hier entsprechend mit den Strikes nach oben gehen muss, bis auf einen Strike von 160 Dollar und dann ist hier nicht mal mehr 1 Cent Zeitwert vorhanden. Ja, diese Optionen sind tatsächlich wertlos sozusagen. Hier sind also nur Leute, die eben noch verkaufen wollen, die Briefkurse stellen, aber niemand, der bereit ist, hierfür Geld zu bezahlen. Also halten wir fest, jede Option hat, auch wenn sie eben noch gewisse Restlaufzeit hat, einen Zeitwert oder eben sogar noch inneren Wert schon aufgebaut, wenn es sich eben rentieren würde, sie am Laufzeitende auszuüben. Warum würde jemand das jetzt nicht, zum Beispiel jetzt heute, 3 Tage vor Laufzeitende tun, eine Option auszuüben, die im Geld steht, also bei der es sozusagen Sinn ergibt, sie auszuüben am Laufzeitende? Schauen wir uns das Ganze nochmal an mit dem Beispiel von gerade eben. Wenn ich jetzt also hier eine Option habe, die entsprechend 1,90 Dollar kostet mit dem 135er Put, warum sollte jemand entsprechend, der diese Aktien jetzt hat, nicht für 135 verkaufen wollen? Kann doch ganz lukrativ sein, wenn er davon ausgeht, dass die Aktie jetzt weiter fällt.
Sicherlich, er kann seine Aktien für 135 verkaufen, was 1 Dollar mehr ist als der Marktwert. Aber gleichzeitig verliert er ja den Zeitwert von 90 Cent, der auch im Optionspreis enthalten ist. Was wäre also die schlauere Variante? Die schlauere Variante wäre einfach die zu sagen, ich verkaufe die Option, die ich hier besitze. Das heißt, ich generiere 1,90 Dollar pro Option bzw. 190 Dollar für den ganzen Optionskontrakt, der ja 100 Optionen enthält. Und dann verkaufe ich einfach meine Aktien für 134. Und damit stelle ich mich entsprechend viel besser, als wenn ich die Option ausübe und dann meine ganzen Aktien für 135 verkauft bekomme, weil ich ja dann den Zeitwert, diese 90 Cent mal 100 entsprechend 90 Dollar auf jeden Fall verlieren werde. Den Zeitwert bekomme ich nicht raus bei der Ausübung, lediglich den inneren Wert. Und genau darum ist es eben nicht von Vorteil, die Option vorzeitig auszuüben. Und derjenige, der eben Stillhalter ist, der also abwarten muss, ob die andere Seite ausübt oder nicht, der riskiert in der Regel eben hier auch ganz kurz vor Laufzeitende keine Ausübung, weil eben immer noch Zeitwert vorhanden ist und der würde bei Ausübung verloren gehen. Würde also jemand anders vorzeitig ausüben, verliert er diesen Zeitwert und der Stillhalter, der kassiert ihn sozusagen für umme und kriegt ihn einfach geschenkt. Und deshalb würde ich mich als Stillhalter immer freuen, wenn jemand seine Option auf der Gegenseite vorzeitig ausübt, weil ich ja dann eben besser gestellt bin gegenüber dem Rückkauf der Option. Ich gewinne sozusagen den Zeitwert sofort, anstatt abzuwarten bis Laufzeitende, bis aller Zeitwert verfallen ist. Das ist also der große Vorteil und ich würde mich eben freuen, wenn jemand eine Option vorzeitig ausübt auf der Gegenseite. Wenn ich aber eine Option gekauft habe, dann niemals vorzeitig ausüben. Das ergibt nämlich in der Regel hier keinen Sinn. Gilt natürlich auch für die Calls, wobei es hier eben einen Ausnahmefall gibt. Also auch hier sehen wir, dass natürlich die Calls, die jetzt im Gelb stehen, immer noch einen gewissen Zeitwert haben. Das habe ich extra mal hier in einer Spalte eingeblendet. Dann sehen wir den übrigen Zeitwert in Cent bzw. auch in Prozent. Den höchsten Zeitwert haben wir natürlich immer bei den Am-Geld-Optionen. Das sehen wir hier sofort auf einen Blick. 1,38 Dollar. Je weiter wir entsprechend hier ins Geld gehen bzw. aus dem Geld gehen, desto niedriger wird der enthaltene Zeitwert sein. Je weiter runter wir gehen, desto eher sehen wir, dass der Zeitwert eben abnimmt, bis er eben hier bei einem Strike von 124 entsprechend, beziehungsweise hier dann 122, je nachdem, wie sich die Preise gerade ändern, entsprechend hier 0 beträgt. Das heißt, hier habe ich nur noch inneren Wert. Und da fragt man sich natürlich, ja, warum werden die Optionen jetzt nicht vorzeitig ausgeübt? Macht doch keinen Sinn, wenn gar kein Zeitwert mehr da ist. Warum soll derjenige die Option nicht vorzeitig ausüben? Schauen wir mal hier auf das Open Interest, die offenen Optionspositionen. Da sehen wir, dass hier jede Menge Kontrakte offen sind. Selbst bei den tiefsten Strikes, die wir hier so haben, mit 55 und 60, sehen wir, dass hier immer noch Hunderte oder Tausende Kontrakte offen sind. Und das zeigt einfach, dass trotzdem, obwohl kein Zeitwert mehr vorhanden ist, viele Optionen gar nicht vorzeitig ausgeübt werden, weil es häufig auch so ist, dass die Optionen gar nicht zur Ausübung kommen, sondern einfach vor Verfall eben geschlossen werden durch eine Gegenposition. Und das passiert eben meistens kurz vor Verfall, dass jemand entsprechend sich entscheidet, hier diese Option gar nicht ausüben zu wollen, sondern entsprechend einfach nur die Differenz als Gewinn oder Verlust verbucht. Kommen wir nun zu dem Sonderfall, den ich eben angesprochen habe. Wann lohnt es sich also tatsächlich, eine amerikanische Option vorzeitig auszuüben? Wir erinnern uns, bei europäischen Optionen ist das ja nicht möglich. Die sind ja nur am Laufzeitende ausübbar. Allerdings gibt es auf Aktienoptionen fast keine europäischen Optionen, keine Optionen europäischen Typs. Natürlich gibt es in Europa auch Aktienoptionen, aber meistens sind auch diese amerikanischen Typs. Das hat jetzt also nichts damit zu tun, dass amerikanische Optionen nur in den USA gehandelt werden, europäische nur in Europa, sondern das ist durchaus beides nebeneinander möglich. Es gibt also auch Optionen, die amerikanischen und europäischen Typ sind auf denselben Basiswert. Zum Beispiel, wenn wir uns mal Titel auf die Lufthansa anschauen, da sehen wir sehr häufig, dass wir hinten dran dann ein kleines E stehen haben für eine europäische Option. Gleichzeitig kann ich aber auch die Option amerikanischen Typs handeln und die sind meistens viel liquider. Und deshalb würde ich auch immer die liquidere Variante vorziehen, weil ich hier entsprechend weniger implizite Kosten habe, einfach weil die besser handelbar ist und engere Spreads hat. Warum kann man sich dann entsprechend trotzdem für eine europäische Option entscheiden, wenn das gar nicht so wirklich Sinn ergibt? Naja, schauen wir uns mal den einen Sonderfall an, den es eben geben kann, wenn man entsprechend einen Call besitzt und den vorzeitig ausüben sollte.
bleiben wir jetzt trotzdem mal bei dem Beispiel Apple hier und machen einfach mal ein fiktives Beispiel, dass jetzt hier in den nächsten 3 Tagen noch eine Dividendenzahlung anstehen würde. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, dass diese Dividendenzahlung entsprechend vielleicht hier 1 Dollar Höhe wäre. Ja? Die Dividende, die Apple jetzt ausschüttet in den nächsten 3 Tagen, sagen wir, wäre 1 Dollar hoch. Also 1 Dollar entsprechend pro Aktie wird hier entsprechend als Dividende ausgeschüttet. Derjenige, der die Option in hat, hat ja keine Dividendenberechtigung. Das haben ja nur die Aktionäre. Solange er also noch die Optionen hat, die Call-Optionen, hat er kein Bezugsrecht auf die Dividende. Er müsste also die Option erst ausüben, um dann die Dividendenberechtigung zu erhalten. Was passiert denn am Ex-Dividendetag, also an dem Tag, an dem entsprechend tatsächlich dann die Leute die Dividende erhalten, die später gut geschrieben wird, aber wer an diesem Tag die Aktien im Depot hat, bekommt ja dann die Dividende. Und was passiert an diesem Tag mit den Optionen? Nun ja, die Optionen werden entsprechend dann natürlich nicht sich verändern im Preis, sonst wäre natürlich hier entsprechend ein Arbitragegeschäft möglich, also ein Geschäft mit einem risikofreien Gewinn. Aber dass sich der Preis nicht ändert, liegt einfach daran, dass die Dividende ja im Voraus bekannt ist, weil sie ja angekündigt wird und die Dividendenhöhe bekannt ist und deshalb eingepreist ist. Das Problem besteht darin, dass diejenigen, die die Call-Option haben, eben nicht dividendenberechtigt sind. Das heißt, am Tag der Ex-Dividende wird die Dividende vom Kurs abgeschlagen. Logisch, Apple ist ja um den Betrag ärmer, den sie ausgeschüttet haben, also wird entsprechend der Aktienkurs um den Betrag sinken. Das heißt nicht, dass er nicht trotzdem an dem Tag steigen kann, aber in der Regel eröffnet er um genau die Höhe der Dividende erst einmal niedriger. Und das würde ja dazu führen, dass eine Call-Option, die jetzt kaum noch Zeitwert hat, wie in dem Fall hier der 130er Strike, vielleicht 15 Cent Zeitwert, dass der entsprechend hier Wert verlieren würde. Das heißt, würde ich diese Option nicht vorzeitig ausüben, würde ich ja keine Dividende erhalten. Die Aktie wäre aber morgen 1 Dollar tiefer durch den Dividendenabschlag und damit verliere ich inneren Wert. Und dieser innere Wertverlust kann hier nicht kompensiert werden durch einen entsprechend hohen Zeitwert. Habe ich noch entsprechend viel Zeitwert, zum Beispiel in einer hinteren Laufzeit, also Juli, August oder was auch immer, sehen wir, hier ist noch sehr viel Zeitwert drin mit über 6 Dollar. Dann ist das kein Problem, dann kann dieser 1 Dollar Dividendenabschlag kompensiert werden durch diesen Zeitwertpuffer, der noch da ist, weil dann quasi einfach Zeitwert bzw. weggehender innerer Wert entsprechend gewandelt wird in noch übrigen Zeitwert. Aber wenn das eben eine sehr kurze Laufzeit ist und ich kaum noch Zeitwertpuffer habe, dann passiert es eben, dass diese Optionen sich lohnen, vorzeitig auszuüben. Also merken wir uns diesen einen Sonderfall bei Calls, die entsprechend tatsächlich an Wert verlieren können, wenn sie nicht vor dem Dividendentermin ausgeübt werden. In der Regel, die Standardeinstellung ist aber so, dass unsere Trader Workstation uns daran erinnert, beziehungsweise der Broker schickt uns sogar eine E-Mail, wenn man die Standardeinstellung nicht verändert hat und sagt einem: Achtung, hier steht eine Dividendenzahlung an, man sollte diese Optionen vorzeitig ausüben, ansonsten verliert man entsprechend Geld. Das gilt natürlich nur für diejenigen, die die Option Long im Depot haben, die sie also erworben haben. Für diejenigen, die Short sind, auch die bekommen eine Warnung, und zwar, dass sie sehr wahrscheinlich eine Ausübung riskieren, dass die Gegenseite also entsprechend hier im Falle des Calls verlangen wird, die Aktien zu erhalten, damit sie eben dividendenberechtigt sind. Denn nur wer die Aktien am Ex-Dividendetag schon im Depot hatte, der bekommt ja auch die Dividenden gutgeschrieben. Und entsprechend beim Put würde es heißen, wenn eine vorzeitige Ausübung ansteht, dass entsprechend man Aktien eingebucht bekommt. Das Problem mit der Problematik der Dividendenzahlung ergibt sich allerdings nur bei den Calls und nicht bei den Puts. Denn bei Puts würde ja entsprechend durch das Fallen der Aktie Wert aufgebaut werden. Also haben wir hier nicht das Problem. Das ergibt sich eben lediglich bei den Calls. Ja, dieser eine Sonderfall, den sollte man berücksichtigen, wobei, wie gesagt, der Broker vorwarnt, wenn eine vorzeitige Ausübung sinnvoll ist, beziehungsweise als Stillhalter eben einen betreffen würde, dass man dann Aktien liefern müsste. Und dann kann man immer noch handeln und kann sagen: Okay, ich möchte entsprechend den Optionskontrakt lieber wieder schließen und dann entsprechend nicht den Basiswert handeln zu müssen. Das sollte man also wissen, wenn man mit Optionen handelt. Auf jeden Fall ist die Furcht vor der vorzeitigen Ausübung definitiv übertrieben, denn das passiert in der Regel nicht, denn wir werden selbst am letzten Tag bei den Optionen, die sich nahe um den aktuellen Aktienpreis befinden mit den Strikes,
immer noch Zeitwert haben, sodass hier eben keine vorzeitige Ausübung droht. Und wer doch vorzeitig ausübt, der verschenkt einfach seinen Zeitwert. Und das sollte man definitiv nicht tun. Kennst du auch jemanden, der diese Furcht hat? Dann solltest du ihm auf jeden Fall dieses Video weiterleiten. Da wird er sich bei dir bedanken, dass du ihn aufgeklärt hast. Und wenn es dir gefallen hat und einen Mehrwert gebracht hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Like für das Video. Und wenn du es noch nicht getan hast, unbedingt Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dahin.